Ja, das sieht ja richtig professionell aus. Kevin Kurani mit seinem Zweitjob quasi. Steht hier an der Kaffeebar, macht Espresso oder Kaffee. Wir fragen ihn doch einfach mal selber. Kevin, wie schaut's aus? Ja, neuer Job, neues Leben? Ja, nein, Spaß. Das mache ich als Spaß hier. Ich kenne den Kollegen gut und ich darf heute für dich ja einen Kaffee machen. Obwohl, du trinkst ja keinen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, aber das sieht schon sehr professionell aus. Viel Zeit hast du ja mittlerweile, seitdem du in Rente bist. Ein Jahr bist du in Rente. Wie sieht dein Tagesablauf so aus? Ich bin 10 Stunden Kaffee arbeiten. Nein. Also mein Tagesablauf, was heißt, ich nehme mich viel Zeit, um Jugendfußball anzuschauen. Bin viel unterwegs, Bundesligaspiele. Ab und zu mal habe ich jetzt, so wie letztens, bei Confed Cup fürs Fernsehexperte gemacht. Und langsam komme ich wieder in den Fußballgeschäft rein und werde vielleicht irgendwo anfangen als Berater. Vielleicht Trainer, wer weiß, vielleicht irgendwas im Verein. Und du planst dein Comeback und bist schon wieder im Training, habe ich gehört. Ja, ich habe auf jeden Fall die letzten Wochen erst Urlaub gemacht, aber jetzt bin ich wieder im Training und versuche mich fit zu halten, um, klar, mein Abschiedsspiel. Abschiedsspiel gibt es wann und wo, also Anfang April, das können wir schon mal verraten, am 2. April, und zwar bei einem deiner Ex-Vereine. Ja, am 2. April wird auf Schalke mein Abschiedsspiel geben. Da werde ich auch alle meine Ex-Kollegen und Freunde einladen und auch alten Trainern von mir. Ich hoffe, dass die ganzen Schalke-Fans es voll machen. Ich werde natürlich auch das Geld für einen guten Zweck spenden, was da kommen wird. Deswegen bitte das Stadion voll machen. Wir werden mit Viva Con Agua ein Projekt in Brasilien machen, vielleicht noch ein Projekt in Panama. Und für den guten Zweck holen wir dann das Maximale raus. Wie lange hält denn der alte Mann und Rentner Kurani noch auf dem Platz durch nächstes Jahr? Wenn ich jetzt ein Jahr trainiere, dann schaffe ich 90 Minuten noch. Und dein Kumpel Asamoah, wie lange hält der noch durch? Höchstens 3 Minuten, so wie ich ihn letztens gesehen habe und so wie ich mit ihm spreche. Der hat ja einen Bauch bekommen, wie mein Vater. Na okay, so schlimm nicht, aber ich glaube, mein Vater ist dünner. Der wird auf jeden Fall die 3 Minuten schaffen. Du weißt ja, früher ist er sowieso nie gesprintet und stehen kann der ja gut. Hauptsache, er steht richtig. Auf jeden Fall und Hauptsache, ist er mit dabei. Da gibt es den Spaß dann, auf jeden Fall. Viel Spaß dabei. Dankeschön.